Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie man einen nicht deterministischen endlichen Automaten in einen deterministischen endlichen Automaten umwandelt und das Ganze anhand eines Beispiels. Auf Englisch übrigens ein NFA zu einem DFA umwandeln. So, das ist unser nicht deterministischer endlicher Automat. Wir haben hier unseren Startzustand gekennzeichnet an dem Pfeil hier und wir haben hier unseren Endzustand gekennzeichnet an dem Doppelkreis. Wenn wir den jetzt umwandeln wollen, fangen wir erstmal mit dem Startzustand an. Das ist Q0. Ich mache hier Großbuchstaben. So, das ist unser Startzustand. Als nächstes gucken wir, was macht denn Q0? Also dieses Q0, was fehlt denn hier noch, was hier bereits eingezeichnet ist? Wir fangen mal beim Einfachen an, R. Zum Beispiel die Eingabe R führt uns wieder zurück in den Zustand Q0. Ist also sehr einfach. Jetzt haben wir die Eingabe H. Die Eingabe H führt uns zurück zum Zustand und zu einem zweiten Zustand. Das heißt, wir bauen uns einen neuen Zustand, Q0, Q1, so. Und wenn man jetzt H reingibt von dem Q0-Zustand, dann kommen wir dahin. Übrigens, das ist ja auch ein Endzustand und einer von diesen zwei Bezeichnungen, die hier drin stehen, ist in diesem Graph ein Endzustand. Deswegen wird dieses gesamte Ding hier ein Endzustand. So, bevor wir uns aber jetzt diesen hier weiter angucken, gucken wir uns noch den hier zu Ende an. Wir sehen, es gibt noch ein F als Eingabe. Wir kommen nämlich wieder zurück zum Q0-Zustand und zum Q2-Zustand. Und wie man hier schon gesehen hat vorher, wir machen einfach einen neuen Zustand, der heißt dann Q0, Q2. So, und zu dem kommen wir hin, wenn wir ein F reingeben. Ein nicht ganz so schönes F reingeben. So, jetzt haben wir diesen Zustand erstmal zu Ende angeguckt. Jetzt haben wir die Wahl, gehen wir mit dem weiter oder mit dem weiter. Ich mache mit dem hier weiter. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen wieder wie bei dem Q0 gucken. Von dem Q0 und Q1 Zustand, was fehlt denn hier? Was ist noch nicht eingezeichnet, was hier aber eingezeichnet ist? Was müssen wir uns da speziell angucken? Alle Pfeile, die in Q0 und Q1 stehen. Denn dieser Zustand verbindet ja beide. Das erste, was uns dabei auffällt vom Zustand Q0, kommen wir mit einem R wieder zurück in den Zustand Q0. Dasselbe gilt dann also auch für diesen hier. Wenn wir ein R reingeben, kommen wir wieder zurück in den Zustand Q0. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Was passiert, wenn wir H reingeben? Wenn wir im Zustand Q1 wären, würden wir nach Q1 kommen. Im Zustand Q0 würden wir nach Q1 kommen. Und im Zustand Q0 würden wir außerdem auch nach Q0 kommen. Das bringt uns zum Schluss, dass die Eingabe von diesem Zustand aus, wenn man H reingibt, man wieder im selben Zustand landet. Warum? Weil wenn man in einem von diesen zwei Zuständen H reingibt, kommt man entweder zu Q0 oder zu Q1. Und das entspricht wieder diesem Zustand hier. Als nächstes gucken wir uns F an. Wenn wir im Zustand Q0 sind, F reingeben, kommen wir wieder am Zustand Q0. Wenn wir im Zustand Q0 sind und F reingeben, kommen wir außerdem zum Zustand Q2. Und wenn wir im Zustand Q1 sind und F reingeben, kommen wir außerdem zum Zustand Q1. Das heißt, unsere Ziele, ich sag mal, unsere Ziele der Pfeile, genauso wie eben mit dem H, sind zusammengefasst Q0, Q1 und Q2. Und das wird auch unser neuer Zustand. Und zwar, wenn wir F reingeben. So. Und übrigens, wer sich das von hier gemerkt hat, einer dieser drei Zustände, also es dürfen auch gerne zwei sein, aber es reicht einer, ist ein Endzustand, nämlich dieser Q1. Deswegen wird auch dieser Zustand hier zu einem Endzustand. So, normalerweise hätte ich den Kreis ja innen machen müssen, aber ich hoffe, das verzeiht ihr mir. So, damit haben wir auch diesen Zustand hier zu Ende angeguckt. Als nächstes gucken wir uns diesen Zustand an, Q0 und Q2. Wir gucken uns an, was passiert, wenn wir R reingeben. Q0 und Q2, die zwei Zustände. Lass uns sie doch mal markieren. So, wenn wir ein R reingeben, kommen wir zum Zustand Q0. Das heißt, wenn wir hier ein R reingeben, kommen wir zum Zustand Q0. So, als nächstes gucken wir uns an, wenn wir ein H reingeben. Kommen wir einmal zum Zustand Q0. Einmal zum Zustand Q1 und von hier H reingeben. Gibt keine Eingabe, können wir also ignorieren. Das heißt, als Ziel der Pfeile ist hier Q0 und Q1 gewählt. Entsprechend geht unser Pfeil hier an den Zustand Q0, Q1 bei der Eingabe H. Als drittes gucken wir uns die Eingabe F an bei den zwei Zuständen. Wir kommen einmal zum Zustand Q0. Wir würden einmal zum Zustand Q2 kommen und wir würden einmal zum Zustand Q1 kommen. Das Ziel der Pfeile sind also einmal Q0, einmal Q1 und einmal Q2. Das entspricht diesem Zustand hier. Das passiert, wenn wir F reingeben.
So, und damit haben wir uns diese zwei Zustände zu Ende angeguckt. Und ich sollte meine Stimme ein wenig mehr heben, damit sich das Ganze ein bisschen freundlicher anhört. So, als letztes gucken wir uns diesen Dreierzustand an sozusagen. Das heißt, wir müssen uns alle Gesamtpfeile hier angucken. Und auch hier fangen wir am besten mal an mit dem Zustand R. Der ist nämlich wieder am einfachsten, mit der Eingabe R, Entschuldigung, die ist am einfachsten. Mit der Eingabe R kommen wir wieder zurück an den Zustand Q0. Das heißt, wir können hier einen langen Pfeil malen, der zurück zum Zustand Q0 geht. So, als nächstes gucken wir uns an. Eingabe F. Wo würden wir denn mit F reinkommen? Einmal würden wir nach Q0 kommen. Entschuldigung, das ist H. Einmal würden wir nach Q2 kommen. Einmal würden wir nach Q1 kommen. Das sind ja eigentlich schon alle. Also wir können uns auch den hier noch angucken. Wir würden auch nochmal nach Q1 kommen. Was das für uns bedeutet ist, wir haben hier eine Schleife mit der Eingabe F. Ups. Und als letztes, so, gucken wir uns die Eingabe H an. Das ist dieser Pfeil hier und dieser Pfeil hier. Das heißt, das Ziel unserer Pfeile im nicht-deterministischen Automat sind Q0 und Q1. Und daraus schließen wir, wenn wir ein H reingeben, in diesen Dreierzustand sozusagen, dann landen wir im Zustand Q0 und Q1. So, und damit sind wir auch schon fertig mit diesem tollen, wundervollen Graph. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und was wir auf jeden Fall lernen ist, man sollte das nicht mit der Maus zeichnen, weil dann sieht es ziemlich unschön aus. Rückfragen, Anmerkungen wie immer unten in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen.